Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um ein Thema, was mich fast schon ein bisschen in herbstliche Stimmung versetzt. Vielleicht liegt es auch hier an dem, ja, britischen Sommer. Der ist nämlich nicht wirklich vorhanden. Ihr seht, ich habe auch schon einen Kuschelpulli angezogen. Und ja, es geht heute um das Thema Relaxen, Entspannung, abends ein bisschen runterkommen. Das hier soll keine Abendroutine sein. Allerdings muss ich sagen, dass fast alle Punkte, die ich euch vorstellen werde, Teil meiner festen Abendroutine sind. Das mag für den einen oder anderen ein bisschen viel sein. Für mich ist aber gerade abends so diese Zeit zum Entspannen für mich ganz besonders wichtig, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass es mir sehr, sehr gut tut und dass auch diese Tipps für jeden ein bisschen Inspiration sein können, auch wenn man davon nur einen zum Beispiel umsetzt. Ja, und ich würde sagen, ich fange einfach gleich mal an, ganz vorneweg, wenn ihr was ganz anderes zum Entspannen macht, darauf bin ich sehr, sehr neugierig, dann könnt ihr das Video jetzt ja kurz stoppen und direkt unten in die Kommentare schreiben, was das bei euch so ist. Das Erste, was ich eigentlich mache, wenn ich zum Beispiel nach Hause komme, wenn ich auswärts gearbeitet habe, ist nochmal mein Bullet Journal rausholen und einmal meine To-Do-Liste checken, um quasi diesen Schlussstrich unter den arbeitsreichen Tag zu ziehen und dann mit der Freizeit anzufangen. Und zwar gucke ich dann, ob ich irgendwas vergessen habe. Also gibt es da noch irgendwelche offenen To-Do-Listen-Punkte, die ich auf jeden Fall machen sollte? Falls ja, dann verlängere ich natürlich den Arbeitstag meistens noch ein bisschen und mache die noch schnell, weil ich dann danach nicht mehr so ein schlechtes Gewissen habe und der Kopf dann einfach viel freier ist. Außerdem gucke ich dann auch noch mal in meinen sogenannten Habit-Tracker rein. Da sehe ich dann, was ich so von den Sachen, die ich wirklich täglich schaffen möchte, bereits geschafft habe und kann mich dann so ein bisschen darauf vorbereiten, was ich dann in den Abend auf jeden Fall noch reinpacken will, was ich vielleicht auch nicht schaffe, einfach damit ich selber so einen Plan habe. Und die Sachen, die ich zum Beispiel noch machen möchte, wie zum Beispiel die Meditation, die merke ich mir dann einfach für meinen Abend vor. Wenn ich dann wirklich alle Pflichten erledigt habe, dann gehe ich meistens doch nochmal raus, weil der liebe kleine Jimmy muss ja auch seine Runde drehen. Wenn mein Freund auch schon da ist, machen wir das zusammen. Das ist dann einfach ein schöner, entspannter Spaziergang. Jimmy kriegt seinen Auslauf. Wir können nochmal ein bisschen frische Luft schnappen. Gerade jetzt im Sommer ist zwar immer noch nicht besonders warm hier, aber zumindest noch relativ lange hell. Und am liebsten haben wir das dann, wenn es dann immer noch hell ist und man einfach so das Gefühl hat, der Tag ist noch nicht vorbei, wenn man zu Hause ist. Ja, und es tut einfach gut. Das ist manchmal auch, wenn man ein bisschen länger läuft, schon so ein Ersatz für ein kleines Workout. Und ja, hin und wieder fangen wir auch inzwischen dabei schon ein paar Pokémon. Aber das ist ja eine andere Geschichte. Wenn wir schon beim Thema Jimmy sind, dann ist auch so ein bisschen Kuschelzeit für mich immer ganz wichtig. Das heißt, manchmal packe ich mich einfach mit Jimmy aufs Sofa. Aber auf jeden Fall ist es irgendwie ein richtiger Energiebooster und Feelgood-Booster, wenn man ja da seine Zuneigung einfach ausdrückt, sei es jetzt ein ja kleiner tierischer Gefährte oder der Freund oder die Familie oder die beste Freundin. Auf jeden Fall tut das richtig, richtig gut. Das Thema Essen hat für mich auch eine unheimlich hohe Bedeutung beim Thema Wohlbefinden. Und so begebe ich mich abends immer irgendwann in die Küche, entweder um was Leckeres zu kochen oder auch manchmal, um ein bisschen Meal Prep für den nächsten Tag zu machen. Wenn ich zum Beispiel am nächsten Tag definitiv mega den Stress habe, sei es morgens oder auch irgendwann tagsüber, dann bereite ich mir ganz gerne was vor, dass ich dann auch da auf jeden Fall was Leckeres habe. Und irgendwie gibt mir das auch immer ein sehr, sehr entspanntes Gefühl, weil ich mich dann super durchorganisiert fühle. Und ja, das gibt mir einfach richtig viel Ruhe und entspannt mich. Also Kochen finde ich generell sehr meditativ. Und sei es dann für den Abend oder auch schon für den nächsten Tag, hat beides einen sehr positiven Nebeneffekt. Ja, nach einem ganzen Tag zu Hause, wenn man zum Beispiel im Homeoffice gearbeitet hat oder auch einfach nach einer Kochsession, sieht die Küche und die ganze Wohnung meistens ein bisschen, naja, aus. Und ihr habt vielleicht in meinem Habit-Tracker gesehen, dass ich so eine Kategorie habe, die 15-Minute Clean heißt, also 15 Minuten putzen. Und das ist etwas, das mache ich jeden Tag, ganz unabhängig davon, wie vollgepackt mein Tag ist oder was ich so an größeren Putzarbeiten mache, aber einfach, dass ich mir einen Timer mit dem Handy stelle auf 15 Minuten und in diesen 15 Minuten versuche ich einfach so viel wie möglich wegzuräumen und wenn ich das wirklich jeden Tag mache, schaffe ich es allein damit, meine Wohnung so mehr oder weniger in Schuss zu halten. Davon habe ich, glaube ich, schon öfter gesprochen. Also wenn ich mit einer relativ sauberen Ausgangswohnung sozusagen an den Start gehe
und dann immer tagsüber natürlich ja beim Arbeiten hin und wieder irgendwo was hinlege oder mich auch irgendwo umziehe und dann Klamotten liegen lasse, dann schaffe ich es in genau diesen 15 Minuten eigentlich die Wohnung trotzdem wieder immer so auf diesen ja, Status quo zurückzubringen. Das kann ich total empfehlen. Ich habe auch ein Video mal gemacht zu solchen Putz- und Organisationstipps. Das verlinke ich euch natürlich gerne unten in der Infobox. Eine Sache, die gerade für mich so als Auswanderin wichtig ist, ist natürlich der Kontakt zu Freunden und Familie, die zu Hause geblieben sind, also in Deutschland, mit denen ich nicht so andauernd richtig telefonieren oder mich nicht richtig treffen kann. Und deswegen habe ich eigentlich immer schon noch meine kleine Handyzeit eingeplant. Ich weiß, ich sage das selber auch immer, das Handy sollte abends nicht so die große Rolle spielen. Aber ich genieße es doch hin und wieder dann abends einfach etwas Zeit im WhatsApp-Chat mit meiner Familie zu verbringen oder eben auch via FaceTime oder Skype. Und ich muss sagen, ich habe wirklich einen sehr, sehr regen Austausch mit meiner Family, gerade eigentlich mehr als noch zu den Zeiten, wo ich vielleicht nur 15 Kilometer oder 20 Kilometer von ihnen weggewohnt habe. Man schickt sich einfach immer Bilder, ein kleines Update vom Tag und ja, telefoniert kurz und bleibt so eben auf dem neuesten Stand. Auch Snapchat ist da ein sehr treuer und auch wirklich geschickter Begleiter. Da schicke ich mir auch immer ganz gerne mit meiner Schwester so kurze Snapchats hin und her und man kann sich mit den lustigen Filtern dann gegenseitig beglücken und es macht einfach Spaß. Falls ihr mal ein etwas ja, ausführlicheres Video wollt, wie ich so damit umgehe, ausgewandert zu sein und wie ich mir das so erleichtere, Kontakt zu Freunden und Familie zu halten, falls ihr daran Interesse habt, schreibt mal unten in die Kommentare, weil das würde ich, glaube ich, ganz gerne mal umsetzen. Natürlich nur, wenn ihr es auch wollt. Ja, auch an dieser Stelle möchte ich nochmal auf das Bullet Journal zurückkommen. Und zwar habe ich jetzt einen Punkt, den ich für mich so unter Get Creative zusammengefasst habe. Das ist der Punkt in meiner kleinen Routine, der am ehesten mal unter den Tisch fällt, weil ich ihn dann zeitlich doch nicht mehr mit einrichten kann. Da sind dann so meine Doodling-Geschichten, meine Wassermalfarben, Aquarellfarben, Basteleien, Do-it-yourselfs und so weiter mitgefragt. Und in letzter Zeit kriege ich es aber ganz gut auf die Reihe, was daran liegt, dass ich davon auch sehr viel in meinem Bullet Journal umsetze. Das heißt, ich habe zum Beispiel eine Kategorie, die ich jeden Monat ausfülle, die so eine Art Memories-Page ist. Und da kann ich einfach immer, wenn was Besonderes passiert ist, eine kleine Zeichnung oder Illustration hinzufügen. Und das zählt für mich dann auch ganz gut unter diesem Punkt dazu. Das geht manchmal ein bisschen einfacher, so mit den Stiften, die man ohnehin benutzt, als wenn man jetzt einen ganzen Aquarellkasten auspacken muss und danach natürlich auch wieder alles wegräumen muss. Ja, aber es tut mir sehr, sehr gut. Es ist auch wieder eine sehr meditative Sache. Man könnte natürlich auch Mandalas irgendwie ausmalen oder allgemein, gerade sind ja diese ganzen Malbücher für Erwachsene total modern und überall zu kaufen. Ja, aber irgendwie, es ist super entspannt. Man muss sich nur ein bisschen davon entfernen, dass es nicht so sehr darum geht, was dabei rauskommt, sondern eher so um den Prozess, also das Malen oder Zeichnen an sich und nicht so sehr, ob man danach dann ein super tolles Kunstwerk erschaffen hat. Auch das fällt mir immer noch schwer, aber ist für mich auf jeden Fall auch ein sehr lernenswerter Prozess und hilft mir auf jeden Fall, irgendwie den Tag so abzuschließen. Eine Sache, von der ich auch schon sehr, sehr oft geredet habe, ist das Thema Meditation. Ich habe es in meinem Habit Tracker drin, aber momentan bin ich echt sehr, sehr schlecht darin, das unterzubringen. Meistens ist die Meditation das Letzte, was ich an einem Tag mache und oft liege ich dann schon im Bett und mache mir einfach nur noch so eine Art Hörspiel an und mache so eine Einschlafmeditation. So kann man es auf jeden Fall super easy in den Tag integrieren, aber es wäre noch viel, viel besser, es wirklich sogar eigentlich morgens zu machen. Wenn man es dann doch abends macht, sollte man sich zumindest echt die Zeit nehmen. Wenn man absolute Ruhe hat, nicht gestört werden kann. Ich habe ja sogar ein Meditationskissen und das Ganze eher wie so eine Art Workout-Plan. Es ist eben ein Workout für den Kopf, aber mindestens genauso wichtig. Und es steht auf jeden Fall auf meiner To-Do-Liste ganz, ganz weit oben und ich hoffe, dass ich bald wieder so gut drin bin, dass es eben nicht mehr auf der To-Do-Liste stehen muss, sondern eher so eine Art Zähneputzen wird. Ja, dass man es einfach macht, ohne großartig darüber nachzudenken. Ihr wisst ja, dass ich absoluter Tee-Junkie und Liebhaber bin. Deswegen muss bei mir kurz vorm ins Bett gehen auf jeden Fall noch eine Tasse Tee sein. Ich habe mich jetzt kürzlich erst wieder mit zwei Teesorten eingedeckt, die auf jeden Fall ohne Koffein sind und perfekt kurz vor dem Einschlafen sind. Generell sollte man nicht allzu viel vorm Einschlafen direkt trinken. Also nicht gleich noch eine ganze Kanne machen, sondern vielleicht lieber nur eine kleine Tasse,
weil sonst wird man vielleicht irgendwann wieder geweckt und ist dann unruhig, weil man andauernd auf die Toilette muss. Und eine kleine Tasse tut aber wirklich richtig gut, die wärmt nochmal schön von innen. Meistens sind dann da auch eher irgendwelche Kräuter drin in so Sleepy Time Teas, die euch dann ja noch besonders beruhigen, Lavendel zum Beispiel. Und das Ganze kombiniere ich dann auch gerne mit passenden ätherischen Ölen, entweder aus meinem Aromadiffuser oder eben mit so einem kleinen Roller, den man über das Handgelenk geben kann. Eine Sache, die ihr auch in meinem Habit Tracker gesehen habt und die ich in letzter Zeit rigoros umgesetzt habe, ist, dass ich das abendliche Serienschauen komplett gegen Bücher ausgetauscht habe. Ich bin super stolz auf mich, dass ich das geschafft habe. Und inzwischen bin ich auch schon so weit, dass es gar keine Überwindung mehr kostet und ich mich abends immer total aufs Buch freue und so insgeheim immer hoffe, dass mein Freund nicht fragt, ob wir nicht lieber eine Serie schauen wollen. Und ja, gerade ist es sogar so, dass ich mit den Büchern ein bisschen übertreibe und sie mich so sehr fesseln, dass ich manchmal erst um 2 oder 3 ins Bett gehe. Das ist nichts in der Sache. Aber es tut einfach so gut, kurz vorm Schlafengehen noch was zu lesen. Und ich mache das auch gerne so, dass ich das Licht so sehr zurücknehme, wie es geht. Natürlich so, dass es eure Augen nicht so sehr anstrengt dann beim Lesen, aber so, dass es einfach gerade noch funktioniert. Und ich merke, dass dann einfach, ja, mein Körper sich unheimlich entspannt und ich viel, viel schneller müde werde, dann auch natürlich klar anfange zu gehen und so weiter und dann einfach teilweise fast einnicke und dann merke ich, okay, jetzt muss ich ins Bett gehen. Ich habe dafür ja diesen Philips Lichtwecker bei mir neben dem Bett stehen. Der hat ja auch ein leicht gelbliches Licht, was also dem Körper auch suggeriert, dass es jetzt nicht gerade heller Tag ist. Natürlich nur, wenn ihr den so weit runterstellt, dass es nicht gerade als die aufgehende Sonne durchgeht. Aber so ist es echt super entspannt. Und dann, ja, dann ist mein Tag auch vorbei und ich decke mich zu, mache das Licht aus und schlafe. Und das meistens ziemlich schnell und ziemlich gut. Also ich muss sagen, seitdem ich die meisten von diesen Tricks wirklich rigoros anwende und für mich zu einer kleinen Routine etabliert habe, schlafe ich die Nächte komplett durch. Es ist von der Schlafqualität her immer ziemlich wichtig, ob man durchschläft auch oder ob man oft aufwacht, ob man eventuell immer zur gleichen Zeit aufwacht. Falls ihr da zum Thema Schlaf noch Interesse habt, was das alles so auf sich hat, dann kann ich euch auch noch ein Video von mir empfehlen. Das heißt Besser schlafen. Da sind auch ganz viele nützliche Tipps und Tricks dabei, die ich auch größtenteils von Experten habe. Also schaut da auf jeden Fall mal rein. Ja, und das war's dann heute von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, es hat euch ein bisschen geholfen. Wie gesagt, schreibt mir gerne unten in die Kommentare, was euer absoluter Top-Tipp oder euer liebster Bestandteil der Routine abends ist. Ja, und dann sehen wir uns ganz, 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 ganz bald in einem neuen Video wieder. Bis dann. Tschüss. Give you anything, just tell me what you